Yes, hallo und herzlich willkommen. Heute unser erstes Live-Interview mit DSDS-Kandidatin Paloma. Hi Paloma, schön, dass du da bist. Paloma, 27, kommt aus Berlin, aus der Hauptstadt und wir alle kennen dich seit dem letzten Wochenende, denn du warst bei Deutschland sucht den Superstar bei den Castings und deine Geschichte hat uns alle bewegt. Millionen Menschen im TV und auch bei tz.de war es mit Abstand der meistgelesene Artikel. Paloma, deine Mutter wurde auf der Arbeit erschossen. Du hast es selbst erzählt. Vielleicht nimmst du noch mal mit, was genau ist damals passiert. Okay. Ja, es ist so gewesen, ich komme ja aus den Favelas. Das ist in Brasilien eben halt einfach die ärmste Schicht sozusagen. Und dort herrscht halt sehr viel Kriminalität. Und da ist sie halt einfach ziemlich grundlos erschossen worden. Aber es ist halt da auch gang und gäbe. Es ist nicht so wie hier in Deutschland, dass das eben halt einfach in irgendeiner Form die Leute wirklich bewegt und interessiert, sondern da ist es halt einfach Alltag. Okay, also hier in Deutschland kaum vorstellbar. Es gab auch unheimlich viele Reaktionen bei uns bei Facebook. Wir gehen später noch auf die Reaktion ein, der User. Also wer jetzt im Stream Fragen hat, stellt eure Fragen. Wir werden später im Interview da auch eingehen. Nach diesem schrecklichen Vorfall ging es weiter für dich zu deinem Onkel, aber auch da wart ihr nicht lange. Was ist da passiert? Richtig, also wir sind dort eben halt einfach überhaupt nicht gut behandelt worden, extrem vernachlässigt worden und durch aufmerksame Nachbarn, die dann eben halt anonyme Hinweise an die Polizei gegeben haben, sind sie eingeschritten und haben uns da rausgezogen. Und das ist halt einfach in dieser Gegend eine absolute Seltenheit, weil normalerweise geht die Polizei da nicht rein, weil auch die Polizei ist in den Favelas nicht sicher. Und das war halt einfach vielleicht so ein krasser Schutzengel von oben, der dann sozusagen dafür gesorgt hat, dass wir da dann doch noch rausgerettet wurden. Und das auch beide. Und, ja. Okay. Wir haben es am Samstag bei DSDS gesehen, immer an deiner Seite, wir sehen es jetzt hier auch nochmal eingeblendet, ist deine Schwester. Wie wichtig war und ist sie in deinem Leben? Ja, also einfach die Background-Story, auch wenn es für uns irgendwie, wir haben damals das erste Leben gehabt, was unglaublich schwer war und haben ja danach ein zweites sozusagen gemeinsam bekommen. Aber nichtsdestotrotz verbindet das, glaube ich, ganz anders. Also natürlich sind, also eine Beziehung zwischen Geschwistern ist immer intens, aber dann ist eben halt einfach nochmal durch diese Background-Story noch eine krassere Liebe sozusagen oder beziehungsweise irgendwie, ja, wir haben Sensor füreinander sozusagen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr eng und close. Also, ich bin absoluter Fan, wie hast du schon. Und was mich als Schlagerfan auf jeden Fall auch interessiert, du hast Florian Silbereisen ganz nah gesehen, du hast ihn echt gesehen. Und krass so, sympathischer Typ. Nee, das denkt man sich. Der denkt nicht immer so, dieser Silbereisen, das ist doch nicht echt. Der kann doch nicht ständig lachen und nett sein. Jetzt Nein, sag mal, wie ist der denn? So. Ja, auf jeden Fall. Ist der so? Auch wenn die Kameras aus sind, lacht er immer, ist der immer nett, immer gut gelaunt. Ja, er ist einfach, ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sympathisch. Also man muss sagen, so viel Kontakt sozusagen zu der prominenten Jury hatten wir jetzt auch nicht. Aber sie waren unglaublich herzlich und wirklich liebevoll. Und man merkt da schon, irgendwie ist etwas aufgesetzt oder es ist ernst gemeint. Und die haben mir auch sehr viel sozusagen Angst und Nervosität genommen, obwohl man auch da sehen konnte, dass ich halt krass nervös war. Aber nichtsdestotrotz haben die es einen schon echt leichter gemacht sozusagen. Okay, also er ist tatsächlich der perfekte Schwiegersohn, nicht ganz so gut. Ja, voll. Ich würde ihn empfehlen. Okay, also fast alle fanden es gut, nur Toby Gad nicht. So, warst du mit seiner Kritik einverstanden? Auf jeden Fall. Ich war ja selbst auch nicht zufrieden. Die haben es ja Gott sei Dank rausgeschnitten, aber ich meine, dass ich zum Schluss, nachdem ich mich so weggedreht habe, habe ich auch ein ziemlich grobes Fuck rausgehauen. Weil ich halt selbst total unzufrieden war und deswegen kann ich seine Kritik absolut nachvollziehen und finde sie auch richtig und gerechtfertigt und ich war total erstaunt auch über die ganzen positiven Nachrichten. Ja. Okay. Über die ganzen positiven Nachrichten und warte mal ganz kurz. Ja, kein Problem, wir sind im Live-Modus. Das sind noch welche in der Schublade. Es kann alles passieren für euch, die ihr zuschaut. Paloma ist bei der Arbeit und hat sich für Zeit genommen. Paloma, erzähl mal ein bisschen. Wir wissen das zum Beispiel von Wer wird Millionär, wenn man Kandidat ist, man bekommt eine Aufwandsentschädigung. 150 Euro gibt es da für Hotel, Anfahrt. Du warst auch beim Recall. Was hat DSDS für euch zur Verfügung gestellt? Bei uns wurden ja Kosten, also Logis und Fahrkosten wurden komplett übernommen.
Und ansonsten, ja gut, Essen kauft man sich natürlich selbst und so, aber ja, das war auf jeden Fall abgedeckt. Okay, sehr gut. Beim Recall hat es leider nicht geklappt, aber andere Leute sind weitergekommen und wir sehen jetzt im TV dann demnächst auch den Auslands-Recall. Du, ich bin mir sicher, du guckst die Sendung auch im Fernsehen. Wer ist denn dein Favorit in der aktuellen Staffel bisher? Mein persönlicher Favorit, ich habe eine Favoritin erstmal, das ist die Tina. Die finde ich unglaublich sympathisch. Und die war ja auch bei mir im Wartebereich an dem Tag, als ich mein Jurycasting hatte. Und sie hat mich insofern ein bisschen eingeschüchtert, als dass sie eben halt einfach eine krasse Ausstrahlung hat. Also wirklich auch ein Star-Appeal. Und da habe ich mich unglaublich klein neben gefühlt. Aber sie war nichtsdestotrotz unglaublich freundlich und offen und herzlich. Und demzufolge, ja, bewundere ich sie einfach. Wirklich, also ohne irgendeiner, erkenne ich neidlos an, dass sie eben halt einfach sehr viel Star-Appeal hat. Und finde ich cool. Und ich finde es auch cool, dass sie dabei halt trotzdem so freundlich ist. Und sie kann singen und sie sieht gut aus und sie kann tanzen. Ich meine, was immer mehr. Ja, okay. Du hast gesagt Jury-Casting. Also das heißt, wenn ich beschließe, zum Casting zu gehen, muss ich da vorher zu einer anderen Jury oder wie genau läuft das ab? Natürlich, ja, das ist ja allgemein bekannt, glaube ich auch, dass man vorher eben halt nochmal ein Casting hat, eben halt nur mit den ganzen Mitarbeitern im Hintergrund, die eben halt einfach abchecken, kann derjenige singen oder ist der überhaupt insofern fernsehtauglich, Interviews zu führen, habe ich nicht gesehen, ja. Und dann wird halt erst entschieden, okay, nehmen wir das mit vor die Kamera oder nicht. Okay, sehr gut. Hat jetzt mit DSDS leider nicht geklappt, aber hast du vielleicht vor, auch in Zukunft zu einer anderen Show zu gehen? Ich meine, es gibt Voice of Germany oder andere Formate. Kannst du dir das vorstellen? Ich könnte es jetzt noch nicht sagen. Letzten Endes war es eine krasse Erfahrung und vielleicht ist es irgendwann mal der Fall, dass ich sage, ich will noch mal daran teilnehmen, aber ehrlich gesagt ist für mich Musik ja eher so eine gewisse, in gewisser Weise eine Art von Therapie, kann man so sagen. Also ich liebe die Musik, das ist mein Baby, aber ich hatte auch nie irgendwie in irgendeiner Form die Hoffnung, damit jetzt groß rauszukommen, sondern ich wollte halt einfach Ilse Lange live sehen. Ihre Konzerte waren abgesagt und da habe ich gedacht, irgendwie ne, ist das die Chance, dann noch vor ihr zu singen, why not? Deswegen, also das ist jetzt nicht unbedingt meine Absicht. Ich würde gerne weiterhin Musik machen und auch auftreten, aber Castingshows sind jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Okay, ganz spannend, dass du sagst, Musik ist deine Therapie. Also hilft dir das Singen einfach, mit deiner Vergangenheit auch klarzukommen? Safe. Also ich glaube, ohne Musik wäre ich lost gewesen in der Vergangenheit. Okay, super. Viele junge Menschen überlegen sich vielleicht auch mal zu DS gehen und ein Star zu werden. Ja, hast du einen Tipp für Leute, die das vorhaben? Wie bitte? Also, hast du einen Tipp für Leute, die überlegen, da hinzugehen? Würdest du es den Menschen raten, hinzugehen oder vielleicht auch nicht? Ich glaube, dass wenn man da komplett fest hintersteht, ist es eine tolle Erfahrung, einfach weil es irgendwie in also mir persönlich hat es schon gut getan auch. Ich habe dort viele Menschen kennengelernt und es war eine tolle, bewegende Zeit und sehr aufregend auch. Also ich habe das als ein krasses Abenteuer gesehen. Wenn man sich aber nicht so wirklich sicher ist und nicht so 100% dahinter steht, sollte man es vielleicht lassen. Also Findest du es gut, dass Dieter Bohlen nicht mehr da ist? Denn da, glaube ich, hatten viele junge Menschen Angst, hinzugehen. Ja, also ich hätte keine Angst vor ihnen gehabt, aber ich stand eben halt einfach nicht so ganz hinter der Haltung, dass Kandidaten so nach dem Äußeren gewertet werden und dass es stellenweise auch ein bisschen primitiv war, was da an Feedback kam. Und ich hätte mich so nicht behandeln lassen wollen und da die Chance da ist, hätte ich da nicht dran teilgenommen mit ihm. Und wie gesagt, ich bin ja sowieso Team Ilse Lange. Also. Die neue Jury gefällt dir also besser als die alte, kann man sagen. Auf jeden Fall. Okay, also, super. Paloma, wir haben 10 Minuten miteinander gequatscht. Ich fand es super spannend und vielen Dank für die Einsichten. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und wer weiß, vielleicht wird es mit der Musik doch noch mehr, als du vorhast. Darf ich als Letztes noch einmal was sagen? Du darfst natürlich was sagen. Also es sind ja nun viele Artikel rausgekommen, was die Vergangenheit betrifft. Und ich möchte einfach noch mal ganz, 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 ganz klar und deutlich sagen, dass das die Vergangenheit gewesen ist und dass für mich dadurch ein neues Leben entstanden ist, was unglaublich positiv ist. Und dass ich das eben halt einfach so diese ganzen Drama-Vibes, die da reingekommen sind, einfach aus der Welt schaffen möchte, sondern einfach deutlich machen möchte, dass das für mich das Beste ist, was mir passieren konnte.
Also ja. Nicht Drama, 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 sondern Gott sei Dank wurde sie adoptiert und hat die Chance gehabt, sozusagen nochmal neu zu starten. Okay, super. Wir hatten alle hier heute den Eindruck, dass du mitten im Leben stehst, dass du ein super glücklicher Mensch bist. Und wir sagen danke, auf dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und wünschen dir alles Gute. Danke. Okay, vielen Dank. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao.